Da war der Riesenkrake. Ist das geil! Oh. Hier müssen sie hin. Halt! Hier müssen sie hin. Cool, da bin ich ja nochmal irgendwann zu dem hintauchen, ne? Wenn der dann rauskommt und dann, dann womöglich mich verschlingt. Lumos. Mit Haut und Haaren. Aber er soll ja freundlich sein. Alle sagen, er ist sehr freundlich. Zumindest war er das zu der Zeit von Harry Potter. Vielleicht war er vorher nicht ganz so freundlich. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat er vorher einfach genug Zauberer gefressen, sodass ihm dann hinterher einfiel, so, ja, jetzt kann ich mich ein bisschen gütlich tun, jetzt kann ich ein bisschen entspannter sein. Wer weiß, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall schauen wir mal, was sie hier noch verbirgt. Ein bisschen Hornklumpsaft. Hier oben sind garantiert... Hier ist schon wieder so ein Block. Ah, Gottchen, wo muss man den denn jetzt wieder hinbringen hier? Oh, Leute, es ist so verwirrend. Es gibt einfach zu viele Rätsel hier. So, wen haben wir hier? Incendio. Ja, tschüss. Ah, ey. Potato, Stufo. Ah, gibt's ja wohl nicht. Accio. Incendio. Tschüss. Meine Güte. Frechheit. Acht Beine sind einfach zu viel. Ah, da unten. Okay, da unten muss der Block hin. Ich sehe, da muss der Block hin. Accio. Jetzt müssen wir uns nur hier irgendwie diesen Weg entlang tasten. Mit den Eichhörnchen hier. Sehr schön. Hier einmal durch. Hier einmal entlang. Das sollte ich untersuchen. Ja. Hier entlang. Ja, da sind wir doch gleich. Wunderbar. Komm her. Komm her, du komischer Block. Nein, hier drauf bitte. Hier drauf bitte. Dankeschön. Einmal aufmachen die Tür. Oh, nee, den Sumpfkratler, den will ich jetzt nicht haben. Ich will jetzt hier rein. Und dann will ich hier mal gucken, was sich hier verbirgt. Ach, schon wieder so eine komische Statue hier. Aber hier ist tatsächlich einfach nur eine Kiste. Sonst nichts. Okay. Oder gibt es da noch irgendwelche geheimen Sachen, dass man doch irgendwas damit noch aufdecken kann später, was aber einem nicht angezeigt wird? Kann natürlich sein, ne? So, wo ist der Krattler? Da unten. Bam! Ich wollte ihn einfach mal wegschmettern. Da ist auch schon wieder eine Prüfung, Merlin. Sag mal, wie viele gibt's denn davon? Also sind ja echt massenhaft. Auf so cool, auf so engen Raum auch noch. Die sind ja echt, das ist ja... Kann das sein? Ja, kann das sein? Schon wieder? Die sind ja echt alle mega dicht zusammen hier. So, was ist da los? Ich würde mal vermuten, wir müssen von einem Block zum anderen springen. Okay. Aber wir müssen nur jumpen. Okay. Und... Das war gar nicht so knifflig. Okay, die war echt einfach. Das war ja eine echt einfache Prüfung. Einfach raufjumpen und dann langlaufen. Okay. Sehr schön. Nehmen wir gerne mit, sowas Einfaches. Und dann haben wir jetzt auch schon wieder fast die 10... die Brunnenschatzkarte. Ja, den Schatz muss ich noch finden. Ja, klar. Das ist auch nochmal eine Quest. Das wird, glaube ich, relativ gut zu finden sein, wenn wir auf dem Besen unterwegs sind. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Hallo. Okay, Nummer 1. Und Nummer 2 kommt hier bestimmt auch gleich. Ja, da ist Nummer 2. Und bumm. Setze eine Alraune ein. Ja, warum soll ich denn eine Alraune einsetzen? Hab ich doch auch nichts von. Oh, das ging daneben. Was haben wir hier unten für ein Haus überhaupt? Guck mal. Was ist das für ein Häuschen hier? Hier war ich auch noch nicht. Incendio. Revelio. Naja, die Tür ist verschlossen. Komme ich nicht durch. Ist auch jetzt nicht so eine Tür, die ich anscheinend mit Alohomora öffnen kann, sondern es sind ja einfach Bretter davor. Hier noch ein paar Mondsteine mitnehmen. Ich glaube, Mondsteine war auch mehr als genügend, ne? Ich bin noch nicht so richtig auf Dekoriermodus. Ich meine, wir sind halt draußen in der Welt unterwegs, von daher brauche ich meinen Raum der Wünsche nicht so krass dekorieren. Nicht so krass zu dekorieren, wie vielleicht andere Leute es machen. Und dementsprechend habe ich bislang auch noch nicht so viel Mondstein verbraten. Ne? So. Kletter mal hoch hier. Komm mal nicht hoch. Ach, guck mal. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind.
glaube, ich weiß, wo wir sind. Kann das sein? Ist das so? Ja, tatsächlich. Wir sind hier ja auf dem Weg nach Hogsmeade. Sehr schön. Aber hier will ich eigentlich gerade gar nicht hin. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz in den Raum der Wünsche. Also, wir haben nämlich ziemlich viel jetzt hier erkundet. Wir haben auch hier ordentlich Prüfung Merlins abgeschlossen. Und jetzt würde ich sagen, wird es vielleicht dann doch mal Zeit, mit der Hauptquest ein bisschen weiterzumachen. Da sind wir ja eine ganze Weile schon, eine ganze Zeit lang hinterher. Und jetzt haben wir hier auch Unsichtbarkeitsreihen. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Wollte ich nicht. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Das, was wir gerade haben. Schon gut. Vielleicht ein anderes Mal. Gut. Danke, Edurus-Trank. Jetzt muss ich hier aufpassen. Fokus-Trank. Gut, danke. So, haben wir hier ein paar Blätter geschnibbelt. Hier noch ein paar coole Sachen. Und hier nochmal ein Trank. Donnergebräu machen wir Neues. Na klar. Ah, hier müssen wir natürlich nochmal neue Ausrüstung identifizieren. Ein blau-grün gestreiftes Gewand und ein Sonnenhut aus Stroh. Ja, warum nicht? Ein Sonnenhut aus Stroh. Den probiere ich gleich mal an. So, dann haben wir hier Malvenkraut. Dann hier die Schrumpfelfeigen. Wir laufen einfach auf den Tischen. Ich finde cool, dass wir hier auch die fliegenden Kerzen haben. Mega cool. Auch wenn die vielleicht ein bisschen Pech haben, dass der Regen vielleicht die ausmacht. Das könnte natürlich sein. Oh, ich muss noch mehr kämpfen. Guck mal, meine magische Energie ist gar nicht mehr so krass aufgeladen. Da muss ich noch was tun. Da müssen wir ein bisschen was tun. Jetzt erstmal in die Ausrüstung reinschauen. Handbekleidung. Haben wir hier irgendwas Cooles? Nee, alles schwächer als das, was wir haben. Zauberstabgriff haben wir wieder einen neuen. Den fand ich jetzt auch nicht. Wo ist er denn hier? Den wollte ich jetzt behalten, ne? So, Kopfbedeckung. Ja, gesperrt. Stufe 25 brauchen wir dafür. Oh, 167. Hier, der Sonnenhut aus Stroh, den nehmen wir natürlich. Cool. Sieht geil aus. Aber lassen wir, brauche ich trotzdem nicht. Dann ein paar Schals. Ja, der hier ist auch besser. Und das Outfit, da haben wir natürlich... 54, 53 und 74 gilt es zu schlagen. Alter, 74, das ist schon echt legendär. Konzentration 1 ist auch noch drauf. Da haben wir schon noch was Cooles gefunden, glaube ich. So, ja, und der ist schlechter. Wie viele Plätze haben wir jetzt nochmal im Inventar? 26 von 28. Oh Gott, wir haben echt schon wieder viel zu viel Kram. Schon hier so viel Zeug gekriegt, das ist ja echt der Wahnsinn. Das ist der helle Wahnsinn. Wie kann es das sein, dass wir schon wieder so viel Zeugs haben? So, flüchtige Begegnung, hier. Ich muss die Höhle des Flüchtigen finden. Ja, genau, da kriegen wir dann die coolen Sachen. Und dann haben wir hier den besonderen Brunnen. Warum wird mir da... Achso, weil ich den gerade auch verfolgen habe. Deswegen wird er mir so besonders angezeigt. Haben wir doch schon wieder eine ganze Menge Nebenquests hier, ne? Flugprüfung, kehre zur LB Weeks zurück. Ja, das muss ich auch noch machen. Stimmt. Damit haben wir ja angefangen heute, habe ich ganz vergessen. Damit haben wir angefangen und habe ich noch nicht zu Ende gebracht. 10 Sumpfkratler besiegt. Haben wir noch was Schönes? Das haben wir alles schon. Wie viele Spinnen brauchen wir jetzt nächstes? 70. Das sollte ja auch nicht mehr so lange hin sein. 3 berüchtigte Gegner. 3 Inferi haben wir bislang besiegt. Das ist auch noch nicht so viel. Das hier sind, was soll das denn sein? Trolle? Nee, Trolle haben wir ja schon besiegt. Keine Ahnung, was das denn noch ist. Wir haben ja schon mal 2 Trolle besiegt zumindest. Die werden ja auch nicht so mega häufig sein, vermute ich mal. So, hier haben wir neue Gegner, nämlich die Erschwinderin Henker und die Erschwinder Attentäterin. Okay, das sind jetzt wieder neue Gegner, die wir kennengelernt haben. Wir haben auch noch nicht so viele getroffen. 32 von 67, das ist noch nicht mal die Hälfte. Amphibienschutz 2 haben wir gekriegt. Dann hier Gift 1. Knuddelmuff-Haar. Da brauche ich ein paar Knuddelmuffs, ne? So, und was haben wir hier Schönes? Noch ein paar Einrichtungsgegenstände. Taxidermie-Wandbehänge. Okay. Ja, die können wir dann hier schön verteilen. Zauberstabgriffe. Genau, da haben wir auch einen neuen. Und Beschwörungen. Habe ich irgendwas gerade vergessen? Ah ja, hier... Schöne Hippogreif-Statue.
Das ist natürlich auch ganz schick. Die sind natürlich auch schick. Und dann haben wir hier noch Karten im Hochland gefunden. Noch irgendwie ein bisschen was Schönes. Hier diesen Käfig mit den Spinnengliedern. Und Tierwesen. Die Kröten. Denen sind wir jetzt auch begegnet. Und ja, genau. Anscheinend kannten wir den Kniesel vorher schon. Den haben wir wohl schon kennengelernt. Gut, also, was tun wir jetzt? Einmal speichern natürlich, wenn ich gerade hier bin. Das ist natürlich eine gute Sache. 4 Stunden. 17 Stunden. Sind wir echt? Er hat nur 17 Stunden bislang dabei? Haben wir nicht schon viel länger gespielt? Also, wenn ich jetzt so gerade mal nachrechne, das ist auch schon alles viel länger hier, oder? Nicht? Ja, was weiß ich. Keine Ahnung. Anscheinend nicht. So, gehen wir in den Astronomieturm und schauen uns mal um, was es hier noch so Schönes gibt. Ah ja, wir wollten dann hier fliegen, ne? Kann ich vielleicht vom Astronomieturm aus... Ja, genau, hier ist ja das Wandbild. Da seht ihr nochmal die Trolle, die Ballett tanzen. Butsch. Banner, was der Bekloppte. Ja, der ist dann bekloppt worden von dem Troll, von den Trollen. Soll ich da hoch? Nee, ich gehe mal hier runter. Es ist auch schon wieder mitten in der Nacht. Warum bin ich eigentlich immer nachts hier? Aber das Gute ist, die Hauptquest ist nicht weit. Wir sind ganz in der Nähe von unserem guten, guten Kumpel. Und ich bin mal gespannt, was Sebastian dann für Kämpfe mit uns machen will oder was er uns überhaupt sagt. Er will uns ja einen Zauber beibringen. Und, oder so ähnlich, ne? Wir können einen Fluch lernen. War das nicht so? Da kommt man ja schwer dran vorbei, an den ganzen Artikeln, die einem sagen, selbst wenn man nichts davon lesen will, kommt man schwer dran vorbei an den Artikeln, die sagen, Sebastian lernt einen die verbotenen Flüche. Hallo Sebastian, da bist du ja. Hier drüben. Ja. Komm her. Erzähl. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Okay. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Hm. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast deinen Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Hm. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Oh, eine Krypta. Hier lang. Okay. Ja gut. Betritt den geheimen Raum. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Da. Das Gemälde. Oh, guck mal, genau. Ja, ich wusste auch, dass es irgendwas mit diesem Ding auf sich hat. Dass es da irgendwas mit zu tun hat. Okay, zur richtigen Zeit. Okay. Er weiß einfach genau, was man tun muss. Cool. Smart. Und Sebastian bleibt einfach draußen stehen. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat die Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Oh. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Ach Mann, hör zu, Armer. Ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also, behalte das hier bitte für dich. Okay. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Mhm. Wir wurden nie erwischt. Nie erwischt. Rebellion. Ja, und jetzt passt mal auf. Wir sind nämlich fast wieder voll. Das wird eine sehr lustige Sache. Und jetzt sind meine Ausrüstungsplätze wieder voll. Ich hätte vorher was verkaufen gehen sollen. Kann ich noch was verkaufen gehen? Nee, ich kann wahrscheinlich gerade nicht auf die Karte zugreifen, oder? Doch, kann ich. Kann ich. Okay, dann sollte ich mich schnell nochmal irgendwo hin teleportieren, wo ich was verkaufen kann. Nee, da will ich... Ich kann mich leider nicht teleportieren gerade. Ach, verdammt. Nee, ich kann mich nicht teleportieren. Okay, blöd gelaufen. Ich komme auch nicht mehr raus, wahrscheinlich. Nee. Scheiße. Rebellion. Oh, ich
Warum denke ich da eigentlich nie dran? Warum denke ich nie daran, irgendwie ein paar, bevor den Hauptquests nochmal ein paar Sachen zu verkaufen? Jetzt wollen wir uns den Raum nochmal in Ruhe angucken. Hier ist nochmal wieder eine, irgendeine Rüstung. Hier ist wieder eine Pferderüstung. Alter, warum die hier auch so viele Rüstungen haben, ne? Zauberer brauchten doch gar nicht so viele Rüstungen. Machen wir hier noch ein paar Fässer kaputt. Genau. Schön, ist aber leider nichts drin. Also, man wird ja nicht mal belohnt dafür, dass was kaputt geht. So, was haben wir hier für eine Tafel eigentlich? Guck mal, das sieht auch aus wie das Zeichen von der Magie hier, ne? Aha, da ist ja irgendeine Konstellation von Sternen oder so. Was haben wir auf der Rückseite? Dreiecke. Oh, eine Triskele ist auch aufgemalt. Okay, hier, ne? Eine schöne Triskele. Dann haben wir hier so ein paar ineinander verschlungene Dreiecke. Und welche anderen Runen? Hier, das sieht doch wieder aus wie die Magie. Was? Was steht da? Water, Stream, Stone. Stone. Was auch immer. Okay, irgendwelche alten Runen. So, und hier, guckt mal, hier haben wir auch so ein Wandgemälde. Da ist in der Mitte ein Schlüssel, der auch so eine geformt ist. Und dann ein Dreieck und... Ah, und wieder ganz viele Zeichen. Saven steht da unten. 7. Also irgendwas ergibt 7. Okay, also mathematische Berechnung hier auf jeden Fall. Okay, hier ist, ich weiß nicht, ob man sich das alles einprägen muss. Das könnte hier schon fast das Alphabet sein. Aber, puh. Ich hoffe, ich muss mir das nicht alles einprägen und fotografieren. Aber guck mal, hier ist auch wieder diese Flamme. Also, das hat hier viel mit der alten Magie zu tun. Die alte Religion. Puh. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Oder Kräuterkunde? Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Wer war das? Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Hm. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein. Jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören. Und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig. Aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der 4 Gründer von Hogwarts. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Ominous kann sie nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Oh yeah. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Das ist lächerlich. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt, interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Cool. Confringo und er steht auf feurige. Also ein mega cooler Spruch. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Okay, macht nichts. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Sehr schön. Also gut. Ich dachte, wir lernen Glacius. Aber nein, wir lernen Confringo. Okidoki, dann lernen wir mal Confringo. Und auf geht's. Oh, das ist Confringo, ist auch ein roter. Bam! Warum lernen wir nicht Bombarda? Eigentlich ist Bombarda der Explosionszauber. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Na gut. Konzentriere dich aber auf die... Okay, machen wir. Damit die Krypta intakt bleibt. Okay, wo muss ich mich drauf... Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich. Aber du wirst schnell feststellen, dass Confringo... Confringo! Gut gemacht! Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Ah, Incendio auf Distanz quasi. Verstehe. Confringo ist wie Incendio auf Distanz einfach nur. Okay. Ich glaube, ich hab's. Okay. Verstehe. Gut gemacht. Kaboom. Und der letzte. Ach ne, der letzte brennt ja schon. Ja, wo soll ich jetzt noch hin? Achso, jetzt soll ich mit dir quatschen. Okay. Coole Sache. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Ja. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Das
ist fast zu viel. Ich bin bereit für mehr Zauber wie diesen. Ja. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Na klar. Ich kenne alle noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Was mit der Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Ich würde mich freuen. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Okay, prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Könnte es etwas mit Victor Rookwood zu tun haben? Nein. Er hat dich in Hogsmeade doch nicht wirklich mit jemandem verwechselt, oder? Dir entgeht wirklich nichts. Alles, was ich sagen kann, ist... Rookwood und Ranrock suchen etwas, das ich ihrer Meinung nach aus Gringotts gestohlen habe. Gringotts? Wann warst du dort? Professor Fick und ich sind nach dem Drachenangriff dort gelandet. Da war dieser Portschlüssel und... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Nun, ja, crazy. Das ist alles etwas verworren. Ja. Ich höre... Ich höre. Ich werde dir die Wahrheit sagen. Ich bin nicht bereit hier. Das ist trotzdem immer noch ein Versprechen mit Professor Fick. Ich darf noch nicht alles raushängen lassen. Das ist, ich meine, ich vertraue dir zwar, aber trotzdem sind in wir in dem Buch noch aus der verbotenen Abteilung fehlten Seiten. Das war's auch schon. Schade. Dachte nicht, dass du mich mit einer so vagen Antwort abspeist. Ja, komm, dass sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, solltest du den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Okay. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Okay. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Ja, genau, Feldcroft. Da wollte ich eigentlich gerade drauf gucken, ne? Weil Feldcroft... Ist doch hier unten sowieso der eine Ort, wo wir hin müssen. War das nicht hier unten der? Ist das nicht Feldcroft hier? Genau, Feldcroft. Da haben wir doch sowieso noch die eine Quest, wo die Kohlköpfe theoretisch rumliegen, wenn ich mich halt nicht irre. Okay. So, Bombarda ist wie Incendio im Prinzip. Verlasse die Krypta. Einfach so weggegangen. Und tschüss. Eine Krypta mitten da oben. Ach, na klar. Irgendwer muss hier natürlich rumstehen. Warte. Du da. Ah. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous, das nicht? Ist Ominous. Okay. Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen. Und Kräuterkunde? Die Stimme kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der fünften. Jo. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Ich schieß zufällig drauf. Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Jetzt ist es wohl raus. Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fick helfen. Ist ja gut. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Ist ja gut. Drohungen sind unnötig. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Okay. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Ja, dann viel Spaß. Dann wird er sich was anhören dürfen. Ich will euch nicht stören bei euren Streitigkeiten. Ich guck mal lieber, dass ich hier Land gewinne. So, was passiert jetzt? Jetzt kommt gleich ein neuer Auftrag reingeflogen. Du suchst immer noch deine Kobaltsteine, ne? Yo. Kein neuer Auftrag, der reingeflogen kommt? Was ist da los? Moment mal. Das kann doch nicht sein. Muss ein neuer Hauptauftrag kommen. Verbessere deine magischen Fähigkeiten. What? Wieso, was muss ich denn machen? Was soll ich denn noch weiter verbessern? Weil ich muss ich jetzt erst auf Stufe 25 vielleicht kommen oder so? Kann das sein? Habe ich jetzt die Hauptquest so weit abgeschlossen, dass ich, ja, nee, das kann doch nicht sein. Oder was muss ich sonst verbessern? Das kann doch nicht... Ich meine, die Hauptquest eben war für Stufe 8 oder so. Habe ich das richtig gesehen? Weiß ich gerade nicht.
Vorgeschlagen Stufe 30. Hm, das ist ein bisschen heftig. Ich glaube, das lasse ich erstmal noch sein. LB Weeks, da muss ich auf jeden Fall hingehen. Und den Schatz finden. Ja, genau, den muss ich auf jeden Fall auch in Kürze dann suchen. Ja, wenn sonst eh gerade nichts passiert, dann kann ich erstmal zu LB Weeks zurückgehen. So, was haben wir hier? Confringo. Schaffen feurige Geschosse, die Gegner anvisieren. Oh, das ist natürlich geil, ne? Okay, also ich treffe jemanden damit und dann kommt... Ah, okay. Von dem Treffer kommen dann die kleinen Geschosse raus. Okay, verstehe. Descendo. Lösen eine Schockwelle aus, rund um das Ziel Schaden. Okay, Bombarda. Ah, da ist Bombarda. Guck mal hier. Genau, Confringo ist ja auch wirklich nicht so ein Explosionszauber. Der ist halt auch mehr so ein Feuerzauber, nur halt auf Distanz. Ne? 5 Talentpunkte haben wir nur noch. Das ist nicht mehr viel. Treffer mit einem Verwandlungszauber. Treffer mit dem Verwandlungszauber verwandeln Gegner in explosive Objekte. Das ist auch. Also das ist ja auch krass, ne? Mit dem Verwandlungszauber kann ich dann instant einen Gegner killen, oder wie? Weil ich den halt in so einen Explosionsfass verwandle und dann schleudere ich den auf irgendwen drauf? Das ist ja weird. Okay, krasse Sache. Also hier mit den dunklen Künsten muss ich nochmal schauen, was ich damit mache. Verfluchte Ziele, also hier Fluch und so weiter. Haften länger am Gegner. Stupor hat Effekt wie Fluch. Expelliarmus auch. Ja, ich weiß nicht, was ich mit deinen ganzen Punkten machen soll. Schleichen, ich glaube, die ganze Schleichengeschichte vergesse ich mal komplett. Ich bin nicht gut im Schleichen. Generell nicht. Was haben wir denn beim Raum der Wünsche nochmal? Ach so, Angriffe hier. Ach so, zusätzlicher Schaden und so. Reichweite und Schaden des Trankeffekts sind deutlich. Oh ja. Der Donnerbräu ist mega geil. Also das mache ich auf jeden Fall stärker. Unsichtbarkeitstrank hält länger an. Brauche ich auch nicht den Krappes. Der Kram brauche ich nicht. Okay, und dann hier für den Kaukohl noch ein zweiter. Ja, komm, das ist ja Kinderkram. Da brauche ich jetzt halt nicht. Weiß nicht, ob es Kinderkram ist, aber ich brauche es jetzt gerade nicht. Ich würde sagen, wir teleportieren uns gleich mal nach Hogsmeade. Ich würde nämlich sowieso ganz gerne ein paar Sachen verkaufen. Da kann ich mir nämlich auch gleich neue Sachen kaufen. Das hat ja gleich beides was Gutes in sich. Und dann kriegen wir auch Erfahrungspunkte. Dann steigen wir vielleicht auf Stufe 25 auf und schalten damit dann vielleicht direkt die nächste Hauptquest frei. Das wäre ja möglich. Was wollte ich mir Neues kaufen eigentlich? Ich muss mir hier unten bei der Schriftrolle was kaufen. Haben wir da eine Portflamme? Nee, aber in der Nähe zumindest. In der Nähe. Schauen wir mal, ob wir mit Bombarda jetzt diese neuen... Manchmal führen alle Wege Bombarda nach Hogsmeade. Oh, neue Nachricht. Komm mal her. Professor Garlicks Aufgabe. Lies mir mal vor, bitte. Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Okay, sehr gerne. Will ich haben, Wingardium Leviosa. Hallo, definitiv. Hier gibt es viel zu sehen. Mr. Brown, ich möchte gerne was verkaufen und danach natürlich kaufen. So, 54, ja, hier, guck mal, ach, die können wir eigentlich alle weggeben. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, finde ich auch, danke. 48, 43, 45. Ja, die sind alle sehr charmant und günstig und preiswert. So, was brauchen wir noch hier? 51, 47, ach, was? Können wir alles verkaufen. Alles weg. 44, 46, kann auch weg. 53, ach, was sind denn das alles hier für Gewänder hier? 47, 54. Eigentlich kann ich alles verkaufen, aber na, ich bin ja immer ein bisschen vorsichtiger. 54, 53. Na komm, verkaufen wir mal hier. Verkaufen wir das Ding auch hier. Verkaufen wir das Ding auch hier. Oh, hoppala. So, die zwei Schals haben wir noch. Der ist besser als der, ist ja auch krass hier. Ist ja auch ein bisschen merkwürdig. So, dann haben wir hier auch noch einen lila Schal. Okay. So, was haben wir noch? Einen Hut hier können wir auch noch verkaufen. Brauche ich nicht. Und dann haben wir hier den Umhang mit 44 und den mit 46. Dann verkaufen wir erstmal den 46er. Nur für den Fall, dass wir doch noch irgendwas anderes holen. So, den
Materialverfeinerer, den brauche ich. Nichts ist schöner als genau das. Und dann den Komposter, den hole ich mir auch. Mhm. Gut. Haben wir das schon mal? Haben wir das schon mal? Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Und Hallöchen an wer auch immer da gerade im Chat erschienen sein mag, im Stream. Herzlich willkommen hier. Viel Spaß auch weiterhin. Wir sind jetzt mal gespannt auf der Suche und gucken uns mal an, was die Quest ist, die wir jetzt erhalten haben, gerade aus dem Brief. Wir haben jetzt gerade einen schönen Brief geschickt bekommen. Und Professor Garlicks Aufgabe ist, beschaffe und teste eine Venomosa Tentacula. Und beschärfe und teste eine Allraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Na super, das heißt, wir dürfen uns schon mal wieder irgendwie kloppen. Und Professor Fink müssen wir aufsuchen und von der Kartenkammer erzählen. Okay, das ist die nächste Hauptquest. Wo gehen wir denn mal am besten hin, um ein paar Leute zu erschrecken mit einer Venomosa Tentacula und mit etwas Ähnlichem? Ich würde mal sagen, wir teleportieren uns einfach mal direkt hier hin.